Und damit möchte ich Ihnen nun auch meine Gäste für das heutige Sommerforum vorstellen. Das ist zum einen Carola Richter. Sie ist Professorin für internationale Kommunikation an der Freien Universität Berlin, Direktorin des Center for Media and Information Literacy am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Und sie beschäftigt sich in Forschung und Lehre unter anderem mit der Repräsentation von MigrantInnen und MuslimInnen in den Medien. Und sie hat uns eine These mitgebracht für diese Diskussion, die da lautet: Medien- und Informationskompetenzen sind zentral für Kinder und Jugendliche in unserer pluralen Gesellschaft. Und gerade im Zeitalter digitaler Medien ist es besonders wichtig, Aussagen einordnen zu können und die Vielfalt von Meinungen auch auszuhalten. Dazu braucht es Fertigkeiten, die über eine rein technische Kompetenz weit hinausgehen und zu denen wir Kinder und Jugendliche befähigen müssen. Schön, dass Sie da sind. Dann auch bei mir Simon Hurz. Er schreibt als freier Autor unter anderem über soziale Medien, Technologie, IT-Sicherheit. Herzlich willkommen. Gemeinsam mit Martin Fehrensen betreibt er außerdem auch noch das Social Media Watch Blog, analysiert dort, wie es so um die großen Plattformen steht, genau, und wie diese Medien Politik und Gesellschaft verändern. Er ist außerdem noch Dozent an Universitäten und Journalistenschulen und gibt Workshops, in denen Schülerinnen und Schüler auch mal sehen können, wie so ein Journalist eigentlich arbeitet. Er hat auch eine These mitgebracht: Dem Internet sei Dank können wir einfacher als je zuvor Informationen finden und uns weiterbilden. Gleichzeitig war es aber noch nie so leicht, auf Propaganda und Desinformation hereinzufallen und auch sich irreführen zu lassen. Neugier einladen reicht im Jahr 2020 nicht mehr aus. Wir müssen lernen, Sinn und Unsinn zu unterscheiden. Wer nicht zweifelt, der verläuft sich im digitalen Informationsdickicht. Und auch mit dabei in dieser Runde, aber uns zugeschaltet, Corona-bedingt, Kai Sassenberg. Ich hoffe, er ist bei uns. Sozialpsychologe und Professor an der Universität Tübingen. Er leitet dort die Arbeitsgruppe Soziale Prozesse am Leibniz-Institut für Wissensmedien. Und er beschäftigt sich mit dieser Arbeitsgruppe unter anderem mit Emotionen, Motivation und Selbstregulation im Kontext von Machtunterschieden und Führung und auch der Verarbeitung von wahrer und falscher Information, Stichwort Verschwörungstheorien, sowie zur Veränderung von starken Einstellungen wie beispielsweise Stereotypen und Normen. Und er sagt, das Internet ist optimal geeignet, um Neugier und Interesse zu befriedigen. Wenn die Suche vom Interesse an einer schnellen Antwort geleitet ist und nicht vom Interesse an Erkenntnis, kommt es aber häufig zu einer einseitig verfälschten Meinungsbildung. Also ich hoffe, wir werden auf diese Thesen nochmal zurückkommen im Verlauf unserer Diskussion. Erst einmal die Frage an die Regie: Ist Kai Sassenberg bei uns? Ich sehe ihn und Herr Steinebach ist auch noch da. Hallo, Kai Sassenberg. Ich höre ihn noch nicht. Ich bin aber da. Sehr gut. Hallo, einen schönen guten Abend. Jetzt, guten Abend, ist fast noch ein bisschen früh. Ein früher Abend, aber wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind. Wir wollen nämlich, bevor es so richtig losgeht, noch einmal kurz über diese Begrifflichkeiten sprechen, aus Sicht der Psychologie, über Neugier und den Zweifel. Was verstehen Sie denn als Psychologe unter dem Begriff der Neugier? Wie können wir uns diesem Begriff nähern? Alterssprachlich versteht man ja unter Neugier das Verlangen, etwas zu erfahren, zum einen, aber auch wirklich in ein Gebiet tief einzudringen. Und genau das unterscheidet die Psychologie, macht zwei Konzepte daraus. Das eine ist wirklich, ich will etwas wissen, ich will eine Antwort haben, das eher oberflächliche. Und das andere, was ist dieses tiefe Eindringen in ein Gebiet? Es ist das etwas genau wissen wollen und etwas im Detail erfahren wollen. Und warum sind denn überhaupt Menschen neugierig? Also welche Funktionen erfüllt das? Warum wollen wir Dinge wissen? Warum sammeln wir Informationen? Informationen sammeln wir häufig, zumindest in den Kontexten, über die wir heute sehr viel gehört haben, gar nicht primär mit der Absicht, eine Neugier zu befriedigen, sondern häufig, um Antworten auf Fragen zu bekommen. Wir wollen wissen, was das Coronavirus auslöst, oder wir wollen wissen, wie man Bilder fälscht, so wie wir es eben gerade im Vortrag gehört haben. Und da wird die Antwort auf eine spezifische Frage gesucht. Neugier tritt dann ein, also wirklich dieses tiefe Explorieren eines Themengebietes. Wenn Menschen nach Kompetenz streben, wenn sie ein Gebiet beherrschen wollen, oder aber auch ganz einfach, wenn Zeit und Möglichkeit und Langeweile da ist, am Sonntagmorgen nach dem Frühstück sich den Feuilleton vorzunehmen und wirklich ein Thema bis zum Letzten zu durchdringen. Und wenn wir an den Zweifel denken, das ist ja der zweite Begriff, der uns auch heute ein bisschen begleiten soll, was verstehen Sie darunter?
Zweifel oder wie man im psychologischen Fachbegriff sagen würde, Unsicherheit tritt eher dann auf, wenn es eben keine klare Möglichkeit gibt zwischen wahr und unwahr, zwischen Fakten und einer Meinung zu unterscheiden zum Beispiel. Und Zweifel haben Menschen dann, wenn sie eben genau diesen Faktenstatus von einer Information in Frage stellen. Das kann sein, wenn ich etwas über mich selber herausfinden will und unsicher über mich selber bin, dann gibt es einen Zweifel. Aber das kann natürlich auch sein, der Zweifel an einer offiziellen Information, unter anderem deshalb, weil es eben auch eine Gegeninformation gibt, die im medialen Raum verfügbar ist. Vielleicht bleiben wir erstmal bei diesem Begriff Neugier, denn mich würde interessieren, nachdem wir das gehört haben, kann da nicht die Neugier ganz besonders helfen, wenn es eben darum geht, wir wollen ja eigentlich Sachen tief verstehen, wir müssen uns vielleicht auch tiefer reinarbeiten in Informationen, weil wir nicht mehr einfach schnell sagen können, das habe ich jetzt gelesen und damit ist gut und ich habe alles verstanden. Also im Hinblick auf Neugier, würde ich sagen, haben wir tatsächlich die Möglichkeit, durch digitale Medien tatsächlich tiefer in Dinge einzudringen, aber auch erstmal uns überhaupt einen großen Überblick zu verschaffen über das, was an Themen überhaupt da ist, was an Interessengebieten möglich ist. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, den man vielleicht immer so ein bisschen vergisst, wenn man darüber spricht, was für eine Informationsflut durch das Internet auf uns einprasselt und durch digitale Medien generell auf uns einprasselt. Aber wir sollten vielleicht erstmal noch auch sagen, durch digitale Medien erschließen sich uns erstmal auch neue Welten, erschließen sich uns neue Themengebiete und das ist ja eigentlich ideal für neugierige Menschen, ist ideal für das, wenn man etwas explorieren will, wenn man etwas tiefer verstehen will. Und deswegen würde ich da tatsächlich eine Lanze erstmal dafür brechen, dass die digitalen Medien uns auch erlauben, diese Neugier tatsächlich auszuleben. Und im Gegensatz dazu vielleicht, was Sie gesagt haben, Herr Sassenberg, im Hinblick auf den Zweifel, ich habe es für mich so ein bisschen übersetzt mit Skepsis. Also weniger jetzt mit Unsicherheit, sondern eher mit einer gesunden Skepsis und mit einer Art von Kritik, sozusagen einer bestimmten Kritikkompetenz, die man auch hat und die man sozusagen anlegt an alles, was man erfährt, an alle Informationen, die man bekommt, dass man eine gesunde Skepsis entwickelt, um sich sozusagen dann von der Neugier einerseits tragen zu lassen, aber andererseits eben auch Dinge zu hinterfragen. Führt aber dieses Neugierigsein eben, wenn wir das in so einem modernen Verständnis im Informationszeitalter haben, eben gar nicht so sehr dazu, dass wir uns eben tief informieren, sondern Medien werden uns ja häufig in so kurzen Informationsschnipseln präsentiert. Das klang auch schon im ersten Input-Vortrag an und die werden mir auch gleichwertig präsentiert. Dass ich eigentlich nur so von einer Neuigkeit zur nächsten jage, also besteht nicht diese Gefahr, Simon Hurz? Ich glaube nicht zwangsläufig. Also ja, die kann bestehen. Ich glaube, manche Menschen oder viele Menschen fühlen sich auch durchaus überfordert von der Vielzahl der Quellen, die es im Netz gibt und dann auch der Vielzahl der Informationen. Sie erscheinen ihnen tendenziell gleichwertig und sie haben Mühe, sich zurechtzufinden, zu orientieren, weil einfach zu viel auf sie einprasselt. Aber ich habe auch eher Zweifel tatsächlich gar nicht negativ wahrgenommen, sondern durchaus positiv, eher so als nötige Kompetenz, also so eine gewisse Grundskepsis, mit der ich, glaube ich, nicht nur an Nachrichten, Informationen herantreten sollte, sondern die generell so im Leben eine ganz gute Fähigkeit ist. Und ich glaube, dann kann das helfen, mich zurechtzufinden. Also wenn ich nicht allem per se misstraue, aber zumindest Dinge hinterfrage und nicht alles sofort glaube, was ich irgendwo lese oder höre. Wie gut funktioniert das? Also ich würde mal behaupten, da muss ich ja erstmal hinkommen, dass ich also sage, ich bin so weit, dass ich also dass ich gut filtern kann und dass ich mir dann da rauspicke, was für mich interessant ist, dass ich vielleicht eben erstmal exploriere und dann sozusagen ganz tief irgendwie in den Wissenserwerb zu einem bestimmten Thema irgendwie einsteige. Ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Menschen diese Fülle an Nachrichten auch erst einmal behindert. Wir haben auch vorhin gesehen, 54% der Deutschen sogar wollen gar keine Nachrichten mehr konsumieren, weil ihnen das einfach zu viel ist. Also stehen wir da nicht auch vor einem großen Problem, dadurch, dass wir also überall so viele kleinteilige Informationen haben. Ist das überhaupt noch möglich für die Leute, da einzusteigen? Also wir müssen da vielleicht so ein bisschen unterscheiden zwischen einem klassischen Verständnis von Nachricht.
was sozusagen in der Welt vor sich geht und was passiert und was uns dann in bestimmten traditionellen Medien auch vermittelt wird, dass nur das als Nachricht gefasst wird. Also wenn man diesen Begriff Informationskompetenz vielleicht ein bisschen ernster nimmt als jetzt spezifisch Nachrichtenkompetenz, dann würde ich sagen, geht es nicht unbedingt darum, dass wir uns immer darum kümmern müssen, dass eine Information oder eine Nachricht besonders gehaltvoll ist oder eben, dass sie bestimmte Dinge wiedergibt, dass man jetzt Weltwissen dadurch irgendwie erfährt, sondern es sind natürlich auch so Elemente, wenn man sich mit seinen Freunden unterhält oder wenn man von einem Familienmitglied eine Nachricht bekommt und so weiter, erlernt man ja durch diesen Umgang mit Medien auch wiederum soziale Kompetenzen. Und das, finde ich, ist auch so ein Aspekt von eben sozialer und gleichzeitig aber eben auch Informationskompetenz. Durch wen bekomme ich hier etwas mitgeteilt? Ist das dann vielleicht eine Quelle, auf die ich mich verlassen kann? Hat diese Quelle mich vielleicht aber auch schon mal sozusagen betrogen, indem ich von dieser Quelle falsche Informationen bekommen habe? Das sind natürlich auch Kompetenzen, die man mit dieser Nachrichtenflut oder dieser Informationsflut lernen kann. Und deswegen würde ich den Begriff über sozusagen diese klassische Nachricht hinaus erweitern wollen und entsprechend denke ich, dass man da auch etwas mitnehmen kann. Aber Herr Sassenberg, was mir da so in den Kopf kommt, ist, wenn Carola Richter sagt, ja, man kann da auch sozusagen irgendwie viel lernen, inwiefern das tatsächlich möglich ist, wenn ich also so im Hinterkopf behalte, ich bewerte ja eben eine Nachricht aufgrund dessen, wie Sie gesagt haben, wer sie mir vielleicht auch geschickt hat. Und das kann ja auch ein Problem sein, weil ich vielleicht eben über soziale Netzwerke besonders viel von meinen Freunden, meinen Bekannten und so weiter irgendwie Nachrichten zugespielt bekomme. Und denen messe ich vielleicht genau aufgrund dessen, weil sie meine Freunde, weil sie meine Bekannte sind, eine ganz besondere Bedeutung. Bei unabhängig davon, ob das jetzt erstmal eine gute Information ist, also von der inhaltlichen Qualität her. Wie sehen Sie das, Herr Sassenberg? Es kann auf jeden Fall den Verlauf nehmen, den Frau Richter angesprochen hat. Natürlich lernt man in einem sozialen Kontext die Menschen kennen über die Zeit, die einem Dinge sagen, denen man auch vertrauen kann. Natürlich, das ist so. Es kann aber auch genau den umgekehrten Verlauf nehmen, nämlich dass eine Quelle sich präsentiert als vertrauenswürdig, also dann vielleicht im aktuellen Kontext der Virologe oder in einem Beispiel, was noch gar nicht so lange her ist, wo sich dann eine Zahl von Lungenärzten geäußert hat. Da würde man mit der normalen Kompetenz, die man erworben hat, sagen, denen sollte man vertrauen. Da man aber nicht über das Wissen und die Expertise besteht, in die Tiefe gehen zu können, ob die Bildinformation oder auch die inhaltliche Information, die geliefert wird, ob die tatsächlich korrekt ist, kann es eben auch sein, dass man da deutlich fehlgeleitet wird. Also ich glaube, man muss das tatsächlich differenziert betrachten. Auf der einen Seite ist es unheimlich wichtig, vertrauenswürdige Quellen erkennen zu können. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, dass wir häufig, wenn wir nur über die Quelleninformationen gehen, nicht unbedingt etwas Richtiges erfahren, weil uns Quellen vertrauenswürdig erscheinen und wir deren Informationen nicht hinterfragen können, weil wir die Zweifel, so wie Sie es jetzt beschrieben haben, nicht aufbringen an der Stelle, weil wir eben genau vertrauen aufgrund der Tatsache, dass eine bestimmte Person kommuniziert hat. Und das kann eben auch in die andere Richtung gehen. Und das ist eben die Schwierigkeit, mit einer großen Zahl von Quellen und einer großen Zahl von Informationen, insbesondere wenn sie aus einem Kontext herausgerissen ist. Bei den öffentlich-rechtlichen Medien glauben wir, dass wir das können. Und da ist es wahrscheinlich auch in der Regel so. Bei vielen anderen Quellen, die wir eben aus unserem Alltag kennen, also der Freund oder der Freundin, die ein Video oder einen Text mit mir teilt und das eben nicht prüft, so wie Frau Westmer das im ersten Vortrag gesagt hat, da besteht natürlich die Gefahr, dass wir aufgrund der Quelle vertrauen und eben nicht zweifeln und dann fehlgeleitet sind an der Stelle. Und das ist auch die Schwierigkeit, die wir haben in der neuen medialen Situation. Wie kann man das denn herausfinden, ob eine Quelle vertrauenswürdig ist oder nicht? Das wird ja gerade auch in der Ausbildung natürlich eine wichtige Rolle spielen. Also was sind da Kriterien? Was muss man da am besten sozusagen prüfen? Also erstmal, glaube ich, Zeit mitbringen ist wichtig. Es ist eben oft nicht mit einem einzigen Blick getan, sondern also der Zweifel allein reicht nicht, sondern ich muss auch eine gewisse Bereitschaft mitbringen, mich damit zu beschäftigen. Was grundsätzlich bei Webseiten hilft, ist erstmal der Blick ins Impressum, zu schauen, wer ist dafür eigentlich verantwortlich. Wenn sich das gar nicht rausfinden lässt oder es überhaupt kein Impressum gibt, dann wäre das in den meisten Fällen etwas, was mich misstrauisch machen würde, eigentlich fast immer.
Ich würde vielleicht noch einen Schritt zurücktreten und erst mal sagen, ganz oft ist es ja die primäre Herausforderung, überhaupt erst mal herauszufinden, von wem diese Nachricht ursprünglich stammt, weil sich auch durch soziale Medien und Plattformen und Aggregatoren Informationen sehr stark von den Quellen entkoppelt haben. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wer ist die Urheberin oder der Urheber, weil ich mit einem Klick viele Nachrichten weiterleiten kann an ein potenziell gewaltiges Publikum. Also allein die Weiterleitungsfunktion von WhatsApp ist, glaube ich, was so das Desinformationspotenzial angeht, sehr, sehr groß. Es gibt auch einen Grund, warum Facebook das jetzt eingeschränkt hat. Also überhaupt erst mal rausfinden, wer steckt denn hinter dieser Nachricht? Das ist die erste durchaus große Herausforderung. Und dann eben zu schauen, so was halte ich von entweder dem Medium oder dieser Person? Und Sie, Herr Sassenberg, hatten es jetzt vorhin gesagt, ein Virologe ist eben nicht per se glaubwürdig. Also es gibt solche und solche Virologen und tendenziell kann sich auch erstmal jeder, so wie sich jeder als Journalist bezeichnen kann, kann sich auch jeder als Medizinerin oder Virologe bezeichnen. Und jetzt gerade zum Beispiel in der Corona-Krise, nur weil jemand vor 20 Jahren Medizin studiert hat, heißt es halt nicht, dass er unbedingt qualifiziert über dieses spezifische Coronavirus sprechen kann. Also es ist eben oft nicht mehr damit getan, nur nach Jobtiteln oder vermeintlichen Renommee zu urteilen, sondern ich muss eben die Bereitschaft mitbringen, mich relativ ausführlich damit auseinanderzusetzen. Aber das bedeutet ja auch, also wenn es so eine Bereitschaft geben muss, dann bringen manche diese Bereitschaft ja ganz offensichtlich nicht auf, oder ist es eben doch zu viel verlangt von den Menschen, was sie so leisten müssen, um überprüfen zu können, ist diese Quelle, die ich da habe, eigentlich vertrauenswürdig? Also es ist sicherlich ein im Einzelfall häufig ein Zeitproblem, dass man dann halt tatsächlich nicht gewillt ist oder nicht die Möglichkeit hat, nicht die Zeit hat, nachzurecherchieren. Aber vielleicht, was ich noch dazu ergänzen würde, wäre, was wir auch bei unseren Studierenden beispielsweise merken, die ja nun eigentlich Kommunikationswissenschaft studieren und wo man meinen würde, im Großen und Ganzen sind das die Leute, die auch zumindest schon grundlegende Kenntnisse des Mediensystems generell haben, also wissen, wie das im deutschen Mediensystem beispielsweise aufgebaut ist. Und da merken wir auch, dass da diese grundlegenden Kenntnisse häufig schon fehlen. Und dann, wenn ich das sozusagen übertragen würde jetzt auf Jugendliche oder eben eine generell breitere Bevölkerung, dann muss man sagen, diese Grundkenntnisse müssen überhaupt erstmal da sein, um dann auch vielleicht zu sagen, okay, das ist eine verlässliche Quelle, generell als Medium, weil diese Quelle so und so sich im Mediensystem einordnen lässt, weil die sich so und so strukturiert, weil man sie als unabhängig bezeichnen kann, beziehungsweise weil man weiß, in welche vielleicht auch politische Richtung dieses Medium tendiert, sodass man halt erstmal diese Grundinformationen hat, um dann halt sagen zu können, okay, im Prinzip kann ich jetzt diesem Medium vertrauen. Und wenn ich jetzt auf ein Medium stoße oder auf eine Information stoße, wo ich sage, ach, das klingt aber jetzt doch irgendwie komisch oder das ist vielleicht etwas, wo man nochmal nachfragen sollte, dann wird es vielleicht um diese Einzelfallrecherche gehen und eben zu schauen, diese Information, diese Person nochmal zu verifizieren und zu schauen, inwiefern diese jetzt glaubwürdig und vertrauenswürdig ist. Aber diese Grundinformationen über das Mediensystem, ich glaube, das ist etwas, was wir auch in der Medienkompetenzvermittlung noch viel stärker betonen müssen. Simon Hurz? Genau, ich würde da gerne noch anschließend das noch einmal mit einer eigenen Beobachtung unterstreichen, was Sie jetzt gesagt haben. Ich bin ja ab und zu an Schulen und spreche so mit 13- bis 18-Jährigen über Medien oder andersrum. Ich lasse mich eher ausfragen über meinen Beruf und versuche Fragen zu beantworten und erlebe da genau das. Also oft ein doch für mich schon überraschendes bis erschreckendes Unwissen, wie zumindest auf jeden Fall klassische Medien funktionieren. Also es gibt auch an Gymnasien durchaus dann in der 9. oder ja doch 9., 10. Klasse Fragen wie, ja, aber Merkel sagt Ihnen ja schon, was Sie schreiben sollen. Und also es ist jetzt nicht der eine Einzelfall bei 10 Schulbesuchen, sondern so, also krasses Beispiel, aber das kommt vor. Also ich glaube, so die Funktionsweise von Medien ist vielen, gerade jüngeren Menschen, in der Form nicht bewusst. Und das hört überhaupt nicht bei den klassischen Medien auf, sondern das gilt auch für die Funktionsweise von Plattformen. Also wir Journalistinnen und Journalisten, oder zumindest, ich kann es für mich sprechen, ich glaube, ich setze oft immer noch zu viel voraus, wenn ich über
Plattformen schreibe, wenn ich zum Beispiel so Begriffe wie Algorithmus ganz selbstverständlich benutze und ich mir denke, ja, mittlerweile, Facebook ist jetzt, ich weiß nicht, 15 Jahre alt, so die Leute haben jetzt verstanden, dass jeder, wenn er diese Seite öffnet, personalisierte Inhalte sieht, aber Umfragen ergeben halt, das weiß weniger als die Hälfte. Also ich glaube, wir müssen oft nochmal einen Schritt zurücktreten und Dinge sehr, sehr grundlegend erklären. Wo fängt das denn an? Also Sie haben jetzt gerade gesagt, ich gehe in Schulen und da sind die so 13 bis 18. Müsste man da eigentlich noch früher ansetzen? Müsste man auch sagen, schon in der Grundschule? Das war auch eine Frage, die mich jetzt tatsächlich aus dem Publikum erreicht hat. Gucken, dass man Kindern Medien besser erklärt? Definitiv. Also man muss tatsächlich in der Grundschule anfangen, teilweise eben, na gut, viele Kinder sind tatsächlich auch schon im Vorschulalter mit zumindest einigen Plattformen vertraut. Aber man sollte definitiv in der Grundschule mit dieser Art von Bildung anfangen. Und wir haben eigentlich auch gute Erfahrungen damit gemacht, wenn man Kinder tatsächlich einbezieht in diese Form von Medienbildung, wenn man mit ihnen Inhalte erstellt, wenn man mit den Kindern dann auch arbeitet und eben mit ihnen sozusagen einerseits Inhalte erstellt, aber dann auch nochmal reflektiert darüber, was sie denn gesehen haben auf diesen Plattformen, wie sie das bewerten würden, warum sie denn denken, dass das jetzt ganz oben steht in ihrem Feed und warum die Person so viele Follower hat und so weiter. Und dann setzt so ein Denkprozess ein. Und dieser Denkprozess, denke ich, der führt dann dazu, dass man dann halt auch wirklich stärker erkennt, was steckt hinter diesen Plattformen und wie funktionieren sie im Prinzip, ohne dass man da vielleicht extrem rationale Erklärungen dafür hat, sondern einfach so ein praktisches Gefühl dafür bekommt. Ich glaube, so viele. Ich würde noch nur ganz kurz einmal anmerken, dass wir das einmal in der Runde gesagt haben, weil mir das immer wichtig ist, weil oft so Diskussionen über Medienkompetenz sich sehr auf SchülerInnen konzentrieren und auf junge Menschen. Und ich glaube, so, das gilt eigentlich universell über alle Altersgruppen hinweg. Und so jetzt vielleicht nicht, the kids are alright, aber so die lernen das schon. Die sind nicht unbedingt das größte Problem, das wir haben. Und so, ich glaube, Leute über 60 bräuchten genauso Medienkompetenztraining. Also ich will das nur quasi noch einmal stehen lassen, nur dass es nicht am Ende so wirkt. Wir deuten irgendwie auf die Kinder und Jugendlichen und sagen, die müssen mal lernen. Und ich glaube, wir müssen alle lernen und da schließe ich mich ganz aktiv mit ein. Ich glaube auch JournalistInnen, wenn wir quasi über Medienkompetenz reden, da denken immer, ja, wir können das schon. Ich glaube, wir sind genauso anfällig auf Fehlinformationen da reinzufallen. Wird ja auch alles immer schneller. Es kommen immer wieder neue Plattformen und so weiter und so fort. Absolut. Da gehe ich völlig konform damit. Nur vielleicht so ein kleines bisschen Gegenrede dahingehend, dass wir bei Kindern häufig unterstellen, ja, das sind die Digital Natives. Die können das alles und die wachsen da hinein und so weiter. Sie können das technisch meistens sehr, sehr gut und sehr viel besser als teilweise ihre Eltern und definitiv ihre Großeltern. Aber sie verstehen halt teilweise eben dann tatsächlich nicht die Dinge, die dahinter stehen, die Algorithmen und dergleichen. Das muss man durchaus noch lernen. Da würde ich auch gerne nochmal anknüpfen, weil das ganz schön war auch, weil Sie gesagt haben, ja, da kommen immer viele Fragen und da ist man zum Teil erschreckt, was da für Fragen kommen. Können wir noch ein paar mehr Beispiele hören, was so für Fragen dort kommen, die vielleicht auch, weil die Fragen geben ja sicherlich sehr viel Aufschluss darüber, über den Kenntnisstand der Schülerinnen und Schüler oder auch über das, was sie interessiert. Mhm. Das könnte sicherlich auch für den einen oder anderen, der gerade zuschaut, ganz spannend sein. Also es geht oft in die Richtung, so wie ich konkret arbeite, wenn ich zu einem bestimmten Thema schreiben will, jetzt in meinem Fall, also wie recherchiere ich Fakten und wer bestimmt eigentlich, was am Ende gedruckt wird oder online erscheint? Und die Meinung ist schon relativ weit verbreitet, dass es irgendeine Person im Hintergrund gibt, die jedenfalls nicht ich ist, die mir sagt, was ich zu schreiben habe, sei das jetzt Merkel oder sei das jetzt mein Chefredakteur, aber dass mir irgendjemand reinredet und die Realität ist halt eine andere. Also letztendlich, klar, in gewissen Grenzen, ich kann jetzt auch nicht schreiben, was ich will und vor allem keinen Unsinn schreiben. Und es ist gut, dass es noch einen Redakteur oder eine Redakteurin gibt, die nochmal auch inhaltlich überprüft, was ich da jetzt abliefere. Aber ansonsten ist es ja doch mir ziemlich freigestellt, was ich meine. Also innerhalb eines Mediums ist die Meinungspluralität ja relativ hoch. Und das ist, glaube ich, so ein relativ weit verbreitetes Missverständnis, dass es irgendjemand gibt, der halt bestimmt, was in jedem einzelnen Text steht. Und das deckt sich zumindest nicht mit der Realität, die ich erlebe. Ich würde gerne Herrn Sassenberg noch mal mit ins Boot holen, und zwar, was wir noch nicht so richtig angeschnitten haben, was aber natürlich ganz wichtig ist, wenn wir über Nachrichten- oder Informationskompetenz sprechen. Wir
müssen uns ja auch gut informieren oder kompetent informieren können, damit wir gute Entscheidungen treffen. Das ist ja auch ein Prozess sozusagen, der stattfindet in Bezug auf die Meinungsbildung. Und ich frage mich, wir bekommen immer mehr Informationen, wir müssen eigentlich auch immer mehr Informationen verarbeiten. Wie hängt das zusammen? Also brauche ich besonders viele Informationen, um eine gute Entscheidung zu treffen? Muss ich allen Nachrichtenströmen, allen Nachrichten, wir haben ja auch immer gehört, viele Leute überfordert das, verfolgen, um eine gute Entscheidung treffen zu können am Ende, Herr Sassenberg? Das passt eigentlich relativ schön zu etwas, was ich gerne noch nachtragen möchte zur Diskussion davor, bevor ich Ihre Frage beantworte. Ich glaube, das eine ist die Kompetenz, die man aufbaut, die man vermittelt und die man theoretisch hat. Und das andere ist das, was man dann faktisch tut und faktisch im einzelnen Fall umsetzt. Also ich glaube, alle, die sich mit Medien beschäftigen, wissen, dass ein Impressum wichtig ist und dass da viele wesentliche Dinge stehen. Aber die Frage ist eben, wie oft guckt man wirklich rein? Wie oft macht man wirklich den Schritt? Und die Mehrheit des Medienkonsums ist vermutlich eine, die wesentlich subtiler ist. Das heißt, wir kriegen ganz viele Informationen, weil das Radio nebenher läuft, weil man Schnipsel am Radio, im Auto läuft, weil man auf eine Zeitung blickt, die irgendwo am Stand steht oder weil im Internet irgendwo noch ein Fenster aufblinkt, wo Dinge drin sind. Und ich glaube, in vielen, vielen Fällen sammeln wir eben unsere Informationen und bilden unsere Meinungen da mehr oder weniger im Vorübergehen. Reicht das aus, um Ihre Frage zu beantworten? Wenn man einen Optimierungsansatz wählt, würde man sagen, man muss alles wissen, um die richtige Entscheidung zu treffen. Das wird nicht funktionieren. Denken Sie an den Fall, wo Sie irgendeine Kaufentscheidung gemacht haben. Sie werden große Probleme haben, vorherzusagen, wozu Sie Ihr Auto brauchen werden in der Zeit, wo Sie es haben oder was alles passieren wird, während Sie in einer Wohnung wohnen oder wie auch immer. Das heißt, wir können nicht wirklich vorhersagen oder wir können nicht über vollständiges Wissen verfügen. Wir können nicht vorhersagen, was alles kommt und damit können wir nicht alle Informationen, die eigentlich für eine Entscheidung relevant wären, finden. Und das ist auch eine Einsicht, die in der Psychologie und auch in der Ökonomie schon lange da ist. Menschen funktionieren natürlich auch nicht so. Wir sammeln auch nicht vollständige Informationen. In der Entscheidungsforschung gibt es einen Ansatz, der relativ schön zu Ihrer Frage passt. Und der sagt im Grunde, man soll Informationen sammeln und Kriterien sammeln und die gewichten und diese Entscheidung treffen. Und dann im Grunde eine Nacht drüber schlafen und sich überlegen, wie es sich anfühlt. Und das eine ist nämlich genau das, was man rational sammeln kann, aber das ist unvollständig. Und da wandern Menschen auch häufig in eine Ecke. Wenn sie über den Kauf einer Wohnung nachdenken, denken sie über die Bausubstanz nach. Wenn sie über eine Wahlentscheidung nachdenken, sind gerade 2 oder 3 Themen salient. Das heißt aber nicht, dass das die richtige Entscheidung für die nächsten 4 Jahre ist. Und da spielt häufig das, was wir eben längerfristig repräsentieren, was wir also in der Psychologie sagt, ein Langzeitgedächtnis haben, was wir an Erfahrungen gesammelt haben, um es alterssprachlicher zu formulieren. Das spielt eine Rolle bei diesem Bauchgefühl, bei dieser Reaktion. Und das muss eben auch berücksichtigt werden. Das heißt also auch, das, was ich eben an Informationen wahrnehme, was so an mir vorbeifliegt, also sei es die Facebook- oder die Twitter-Timeline, wo vielleicht auch nur Artikelanrisse sind, die Schlagzeilen und so weiter und so fort. Das prägt sich sozusagen ein und ich nehme das erstmal als Information in Anführungszeichen mit, was langfristig gesehen durchaus auch die Qualität meiner Entscheidungen oder die Richtung meiner Entscheidung beeinflussen kann. Ja, absolut. Also es gibt, um das an einem Beispiel, an einem medialen Beispiel zu machen, es gibt Studien, die einen Film gezeigt haben und Börsendaten, ähnlich wie das bei bestimmten Fernsehsendern gemacht wird, unten durchlaufen lassen haben und die Entscheidung haben tatsächlich die Personen auf der Basis dieser Daten, die sie nie wirklich richtig angeguckt haben können, getroffen. Das heißt also, das, was so um uns drumherum passiert, wird in vielen Teilen wirklich auch wahrgenommen und mit den Entscheidungen berücksichtigt. Das ist einfach so. Und das ist natürlich auch bei dem politischen Nachrichten und Medienkonsum so. Nicht nur das, wo wir uns hingesetzt haben und damit auseinandersetzen, nehmen wir auf, sondern wir nehmen auch die vielen anderen Dinge auf, die so zwischendrin als Seitenkommentar in einem Gespräch mit Kollegen oder wie auch immer an uns herangetragen werden. Und vielleicht ein Satz noch, was unheimlich schwer ist, ist falsche Nachrichten wieder aus den Köpfen der Menschen rauszukriegen. Was viel leichter ist, diese in die Köpfe reinzukriegen. Also man weiß, dass sogenannte Fake News, also falsche Nachrichten, nicht unbedingt besser behalten werden, aber es ist unheimlich schwer, selbst wenn man informiert darüber, selbst wenn die Leute sich darüber im Klaren sind, bewusst, dass diese Nachrichten, die sie gehört haben, falsch sind, die wieder rauszukriegen und vor allen Dingen in Bezug auf Entscheidungen, sie nicht berücksichtigt zu bekommen. Frau Richter?
Ja, ich wollte dazu vielleicht noch ergänzen, bevor wir zu der Debatte um Fake News kommen. Natürlich, wir reduzieren die Komplexität der Welt permanent. Wir müssen das machen, weil wir sonst ja untergehen in der Menge an Informationen, die zu verarbeiten wären. Und das bedeutet häufig auch, dass wir, wenn wir diese Komplexität reduzieren, dass wir das entlang von Stereotypen auch tun. Also wir reduzieren es sozusagen auf vorgefertigte Meinungen, Stereotypen, einfache Bilder, die wir dann sozusagen in unseren Köpfen abrufen. Und das bemerkt man, glaube ich, häufig dann auch bei eben den Informationen, die man oder den Nachrichten, die man dann bekommt, dass man so durchschaut und eben sagt, okay, passt, habe ich schon mal gehört, kann ich so da vor diesem Hintergrund, vor diesem Stereotyp, was ich in meinem Kopf entwickelt habe, einordnen. Oder das passt auch und das andere, das scheint mir irgendwie nicht so richtig dazu zu gehören, lasse ich vielleicht sogar weg oder kommt in meiner Informationsbubble, in der man sich dann vielleicht hineinbegibt, überhaupt nicht vor. Entsprechend ist es dann sozusagen das Problem, dass man dann halt sehr viele Informationen vor oder sehr viele Nachrichten vor dem Hintergrund bereits bestehender Stereotypen verarbeitet und entsprechend dann halt diese nicht hinterfragt. Und da kommt sozusagen wieder die Medienkompetenz ins Spiel, wo man den Zweifel, den permanenten Zweifel, die permanente Skepsis nähren muss. Und da würde ich gerne auch nochmal anknüpfen. Also man braucht Zweifel definitiv, haben wir auch alle, glaube ich, einhellig irgendwie festgestellt, um kompetent mit den Informationen aus dem Netz umzugehen. Nun hatten wir gerade mit Corona eine Situation, in der sich eigentlich die Nachrichtenlage und auch die Faktenlage gefühlt minütlich geändert hat. Was hat das für Auswirkungen, dass wir jetzt gerade in so einer Situation sind, in der es einfach eine permanent fragile Nachrichtenlage gibt? Wie können Menschen damit umgehen und welche Auswirkungen hat das jetzt darauf, wie sie eben Informationen verarbeiten? Also ich glaube, das hat bei vielen Menschen eine starke Verunsicherung ausgelöst, weil sich ja eben die Informationen über dieses Virus binnen Wochen einfach sehr, sehr stark verändert haben. Also wenn ich anschaue, wie die Situation noch Anfang des Jahres war, wo die meisten Menschen in der Überzeugung waren, auch auf Grundlage von Äußerungen des RKIs oder durchaus angesehenen Expertinnen und Experten, dass für Menschen in Deutschland die Gefahr sehr gering ist, was vielleicht zu dem Zeitpunkt tatsächlich stimmte, aber in die Zukunft gerichtet eben offensichtlich überhaupt nicht. Und dann der Situation Anfang März, Mitte, Ende März, wo dann der Lockdown begonnen hat, dann ist es ja schon eine so krasse Veränderung in so kurzer Zeit, dass eben bei vielen Menschen, wie gesagt, Verunsicherung entstanden ist und aber, glaube ich, auch eine gewisse Grundskepsis den offiziellen Informationen, den Medien gegenüber, was ja immer viel zu pauschal ist, die sich dann eben auch niedergeschlagen hat, teilweise auf der Straße. Man sah dann die Menschen auf den sogenannten Hygienedemos, aber noch in größerer Zahl online, in Telegram-Gruppen, auf anderen Messengern, auf Facebook, auf WhatsApp. Ich unterstelle da jetzt erstmal bei den meisten überhaupt keine böse Absicht. Klar, es gibt so einige, die das dann auch für sich nutzen wollen, diese entstandene Verunsicherung, und gezielt Desinformationen streuen oder auch auf bestimmte Minderheiten einprügeln, dann wieder die Schuld bei bestimmten Bevölkerungsgruppen suchen. Aber ich glaube, das ist nicht die Mehrzahl, sondern viele wissen halt einfach nicht mehr, was sie glauben sollen. Und gleichzeitig, das kam in dem Input von Anna-Katharina Messmer auch vor, ist das Vertrauen in die Medien in dieser Zeit auch gestiegen. Und auf einmal wurden dann zum Beispiel öffentlich-rechtliche Medien sehr viel positiver bewertet als vorher, weil man anscheinend doch so eine Unsicherheit hatte und sich dann an das geklammert hat. Das betrifft vielleicht, was Herrn Sassenberg sagt, was man dann doch irgendwie so kennt. Und ich frage mich auch so ein bisschen, ist auch aufgrund dieser Unsicherheit, dieser fast schon Hype um Christian Drosten zu erklären. Also da ist eine Figur, die unglaubliche Bekanntheit, unglaubliche Abrufzahlen bekommen hat innerhalb von kürzester Zeit. Das wäre unter anderen Umständen ja wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen. Also. Aber da müssen wir sicherlich auch noch mal wieder über eine andere Form von Medienkompetenz sprechen und dann vielleicht eben auch noch von einer bestimmten Kompetenzen oder bestimmten Aspekten, die Journalisten und Journalistinnen in den traditionellen Medien vielleicht mehr ausleben müssten. Und zwar, klar, man sucht gerade in Zeiten von Unsicherheit nach verlässlichen Informationen, und über verlässliche Quellen haben wir schon gesprochen. Offensichtlich haben ja dann doch
eine Vielzahl von Menschen in Deutschland dann sich auch gesagt, ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder die klassischen Qualitätsmedien, das sind die, an die wir uns in der Krise auch halten können. Aber man muss dann eben auch konstatieren, die Medien bringen keine immerwährenden Wahrheiten herüber, sondern sie bringen Informationen, die sie gut, hoffentlich gut recherchiert haben an das Publikum, und sie müssen halt auch sozusagen auf die Information, sind auf die Information angewiesen, die sie bekommen. Und entsprechend ist es, glaube ich, auch wichtig, dass einerseits eben klar gemacht wird, was in den Medien kommt, sind, wie gesagt, keine immerwährenden Wahrheiten, aber die Journalisten und Journalistinnen selbst müssen auch das immer wieder klar machen. Sie haben nicht eine Wahrheit gepachtet, sondern sie müssen transparent machen, wie sie an ihre Informationen gekommen sind. Sie müssen die Quellen offenlegen und sie müssen halt auch immer wieder sicherlich so mit Hintergrundberichten darüber informieren, warum diese Faktenlage sich vielleicht auch ändern kann und so weiter. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der dann sozusagen für eine Medienkompetenz bei Journalisten und Journalistinnen nochmal spricht. Genau, ich würde noch zwei Sachen ergänzen und zwar jetzt noch einen Schritt zurückgetreten und nochmal auf meine eigene irgendwie Aussagen eingehend. Ich habe ja gesagt, so die Faktenlage hat sich schnell geändert und das könnte man jetzt auch interpretieren als Kritik. So meinte ich das gar nicht, sondern da hat halt einfach, es haben quasi die klügsten Köpfe, die besten Expertinnen und Experten haben sich alle in diesem Bereich auf ein Thema gestürzt. Es war ja auch Echtzeitwissenschaft, muss genau man sagen. Genau so, und und halt wahnsinnig viel geforscht. Und so funktioniert halt Wissenschaft. Also man kann ja immer nur den aktuellen Erkenntnisstand wiedergeben. Und quasi, wenn ich halt innerhalb von 3 Monaten hunderte oder tausende Studien zu einem bestimmten Thema publiziere, dann ändert sich halt dieser Wissenstand sehr, sehr schnell. Und ich würde das gar nicht negativ auslegen, sondern eher positiv. Nur, ich glaube, die meisten Menschen sind sowas halt nicht gewohnt, sondern sie denken, was ich im Januar höre. Und wenn da steht, Studie hat ergeben das oder RKI sagt das, so, das ist die Wahrheit, danke, merke ich mir jetzt. Und wenn dann 2 Monate später was Neues rauskommt, dann verunsichert das manche. Aber ich meinte das eigentlich eher positiv. Also da ist einfach in kurzer Zeit sehr viel Wissen entstanden. Und genau, was die Rolle der Medien angeht, 100%ige Zustimmung. Ich glaube, wir müssen gerade in solchen Zeiten, wo wir eher Sprachrohr von WissenschaftlerInnen sind, noch deutlicher machen, wir sind nur die Vermittler. Und diese Quellentransparenz ist so dermaßen wichtig. Also Rezo fiel vorhin schon mal, der gerade bei jungen Menschen eine große Glaubwürdigkeit genießt, einfach weil er halt dann sagt, hier ist mein Google Doc, da stehen jetzt übrigens 8 Seiten drin, da sind die ganzen Links. Jetzt, dem kann man sich ja auch wieder Unsauberheiten vorwerfen, aber erstmal diese grundlegende Herangehensweise, ich sage euch nicht nur, was ist, sondern ich sage gleichzeitig, woher weiß ich das und wie habe ich gearbeitet, die wäre etwas, was vielen Medien gut zu Gesicht stünde. Ich würde gerne Herrn Sassenberg noch mal fragen, weil ich weiß, Herr Sassenberg hat sich mit Verschwörungstheorien auseinandergesetzt, auch im Zusammenhang mit Corona. Was Sie denn da herausfinden konnten, was bei Corona da eigentlich los war? Warum ist das so attraktiv? Verschwörungstheorien sind attraktiv, weil sie einfache Erklärungen liefern. Mhm. Ich fange mit einem Fakt an. Also wir haben eine Situation, in der sich zum Beispiel die Lehrmeinung der Wissenschaftler verändert hat, so wie es eben gerade von Herrn Lutz angesprochen wurde. Und dann arbeitet eine Verschwörungstheorie genau damit, das zu nutzen, um irgendeine andere Agenda unterzubringen. Und das ist dann im Zweifelsfalle die Aussage, und die wissen selber alle nicht, also die Wissenschaftler wissen es nicht oder die Politiker wissen nicht, was richtig und was falsch ist. Und dann wird eben ist das auch angeschlossen. Ist das auch eine besondere Situation, gerade wenn auch Menschen sich vielleicht bedroht fühlen, weil sie eben Angst um ihre Gesundheit haben, weil eben die Informationslage auch so unsicher ist, also dass man da auch sich auf einem unsicheren Terrain eben bewegt? Genau, also die Menschen sind auf der Suche nach einer Antwort, sie sind unsicher, sie hören unterschiedliche Dinge. Leider, ich muss nochmal auf meine etwas skeptischere Perspektive zurückkommen, leider wird selbst da, wo die Quellen transparent gemacht werden, das nicht bis zum Letzten durchdrungen, weil man vielleicht auch das Thema nicht mehr hören will, vielleicht auch, weil die Situation so unangenehm ist. Natürlich ist es nicht schön, wenn man zu Hause bleiben soll und Freunde und Verwandte nicht treffen darf oder kann. Und deshalb ist im Grunde natürlich eine sehr klare Motivation da, zu einer anderen Entscheidung zu kommen. Und die Attraktivität von Verschwörungstheorien
entsteht sicher daraus, dass Menschen damit Erklärungen bekommen, die auch ihren Wünschen entsprechen. Nämlich, das Virus ist gar nicht so schlimm, also kann ich rausgehen und muss mich nicht an diese negativ zu bewertenden Restriktionen halten. Gleichzeitig sind das aber natürlich, und das muss man sehr gut auseinanderhalten, zum einen ist es eine Minderheit, es sind mehr als sonst unter diesen Bedingungen der Bedrohung, aber wir haben nicht riesige Zahlen von Leuten, die plötzlich an Verschwörungstheorien glauben. Und wir haben vor allen Dingen nicht riesige Zahlen von Menschen, die Verschwörungstheorien verbreiten. Das wird häufig in einen Topf geworfen. Natürlich sind es spezifische Gruppen. Natürlich kommt es aus einem politischen Spektrum, was meistens eher rechts anzusiedeln ist. Es ist aber schon so, dass die Rezeption von Verschwörungstheorien, also wenn die über Medien verbreitet werden, da zeigen unsere Studien relativ klar, dann sind die Menschen auch weniger bereit, sich an den Regeln, die staatlich vorgegeben werden, zu orientieren, weil das Vertrauen in die öffentliche Kommunikation, in die Kommunikation des RKIs oder von Ministerien einfach untergräbt. Es gibt eine alternative Meinung, die ist ja ein bisschen plausibel, selbst wenn ich nicht so richtig dran glaube, kann ich aber zumindest sagen, nee, das klingt ja irgendwie plausibel, was die mir da erzählen. Und dafür dann der gesunde Zweifel einer Regierung oder einem Politiker möglicherweise auch dazu, dass ich sage, dann muss ich es ja vielleicht doch nicht machen. Dann kann ich mich ja vielleicht so verhalten, wie es mir viel lieber ist. Also Verschwörungsglaube hat nicht nur etwas mit Medienkompetenz zu tun, das nehme ich auf jeden Fall auch daraus mit, sondern eben auch viel damit, was man vielleicht eben glauben möchte, weil es einem die Situation angenehmer macht. Gleichzeitig stelle ich mir die Frage, wenn, wie Herr Sassenberg sagt, die Gruppe eigentlich gar nicht so groß ist, der Leute, die tatsächlich an Verschwörungstheorien glauben und für diese auch einstehen, zum Beispiel bei den Hygienedemos, man gibt denen ja trotzdem eine gewisse Aufmerksamkeit, auch medial. Also gerade über diese Hygienedemos ist doch sehr massiv berichtet worden. Macht man damit das Phänomen nicht unter Umständen größer, als es eigentlich ist und läuft damit Gefahr, auch da noch Anhänger weiter zu mobilisieren? Das Simon Hurz? Ist tatsächlich der ständige Konflikt oder das Dilemma, in dem wir JournalistInnen uns bewegen, wenn wir über solche Themen berichten. Das gilt ja nicht nur für die aktuellen irgendwie verschwörungsideologischen Strömungen im Zusammenhang mit Corona, sondern eigentlich immer, wenn es um sehr extreme Bewegungen geht, sei es rechts oder links des politischen Spektrums. Und fast immer haben oder verfolgen diese Bewegungen ja eine Strategie, die darauf angelegt ist, auch mediale Aufmerksamkeit zu erhalten. Und so, das zum Beispiel, wenn man sich auf Foren wie jetzt Reddit oder 4chan oder 8chan rumtreibt, wo teilweise vor allem im rechten Bereich sich solche Strömungen bilden und danach liest und schaut, was die Menschen sagen, die legen es aktiv darauf an, möglichst viel Aufmerksamkeit in großen Medien zu erhalten. Und ich glaube tatsächlich, dass wir Journalistinnen und Journalisten, uns in der Vergangenheit zu oft irgendwie da haben einspannen lassen und dann teilweise auch gerne Boulevardmedien, aber längst nicht nur, so diesen gruseligen Schauer auslösen wollten beim Publikum und zum Beispiel nach Terroranschlägen, die rechtsextrem motiviert waren und aus diesem 8chan, 4chan-Bereich kamen, dann so sehr klischeehafte Zerrbilder von irgendwelchen Monstern gezeichnet haben. Und andererseits, jetzt nochmal den Bogen zu spannen zu den aktuellen Verschwörungsideologen im Zusammenhang mit Corona, kann man es halt eben auch nicht völlig ignorieren, weil so, ich bin in diversen Telegram-Gruppen und Kanälen, da wird offen zur Gewalt aufgerufen. Da bewaffnen sich Menschen, da posten Menschen Fotos von den Schusswaffen, die sie besitzen. Und irgendeine Form von Berichterstattung, glaube ich, ist schon nötig. Ist die Frage, ob sie so groß und titelseitenfüllend nötig gewesen wäre, wie wir das im März und April, als diese Hygienedemos in Anführungszeichen groß waren, also 10.000 Menschen bei 82 Millionen Einwohnern, ob das nötig gewesen wäre. Aber ganz weg ignorieren geht eben auch nicht. Dafür ist die Gefahr zu groß. Aber da würde ich Ihnen völlig zustimmen und ich denke auch, dass viele klassische Medien da zu oft über ein Stöckchen gesprungen sind, wenn ihnen eins hingehalten worden ist. Gerade im Bezug darauf, dass man dann den ProtagonistInnen dieser Theorien oder dieser Ansätze oder eben auch, wenn wir über Terrorismus sprechen, dann diesen Menschen dann sozusagen eine Plattform geboten haben und sie sozusagen dann erst nochmal für einen weiteren Kreis prominent gemacht haben.
Was ich sehe, ist definitiv auch, dass man sich mit diesen Ansätzen auseinandersetzen muss. Das ist ganz wichtig, aber vielleicht eben dahingehend, dass man die Interpretationen, die von diesen Leuten aufgenommen werden, dass man die eher nochmal aufnimmt, hinterfragt, mit sozusagen anderen Leuten diskutiert und dahingehend versucht, so ein umfassenderes Bild zu schaffen oder eben ein pluralistischeres Bild zu schaffen und weniger jetzt sozusagen dann diese ProtagonistInnen, die das immer in den Vordergrund spielen, dann denen noch wieder eine Plattform zu bieten. Herr Sassenberg wird schon ganz unruhig, er will unbedingt, glaube ich, was ergänzen. Ich glaube, es ist eine ganz schwierige Angelegenheit, weil auf der einen Seite brauchen wir den Pluralismus und wir brauchen die Berichterstattung darüber, da kommen wir nicht drum herum, also da würde ich Ihnen absolut recht geben. Alles andere wäre eine Form von Selbstzensur und die ist natürlich völlig undemokratisch. Ich glaube, was wir wissen müssen, sind zweierlei Dinge. In dem Moment, wo Menschen an Verschwörungsglauben glauben, sind sie auch eher bereit, Gewalt auszuüben. Denn Verschwörungsglauben funktioniert nur dann, wenn man sagt, ich glaube nicht die Mainstream-Meinung und das heißt auch, ich glaube nicht das, was die staatliche Autorität an der Stelle sagt. Und damit wird im Grunde das Gewaltmonopol des Staates in Frage gestellt. Und das ist ein großes Problem, wenn man darüber berichtet, denn wenn man diese Ideen in die Welt setzt und das bei den Menschen ankommt, dann ist das natürlich grundsätzlich problematisch. Also, wie sind dann die öffentlich-rechtlichen Medien damit umgegangen? Sie sind häufig damit umgegangen, indem sie eine ganz klare Grenze gezogen haben und gesagt haben, also es im Grunde als Blödsinn hingestellt haben. So wird es natürlich nicht kommentiert, aber die Vermittlung ist so, und das macht journalistisch ja durchaus auch Sinn, dass man sich sehr deutlich davon distanziert. Das polarisiert aber noch mehr, und ich habe keine Lösung für das Dilemma, aber ich würde das Dilemma gerne sehr klar auf den Tisch legen. Das schafft natürlich die Situation, dass die Leute, die an Verschwörungstheorien glauben, noch mehr sagen, seht her, ihr könnt den öffentlich-rechtlichen Medien nicht glauben. Die distanzieren sich so weit von uns, die schlagen sich auf die Seite des Mainstreams. Und das schafft dann auch Probleme in der Kommunikation mit Menschen, die wir zu Hause in der Familie, im Freundes- und Bekanntenkreis treffen. Denn das hat ja auch stattgefunden. Es ist ja nicht nur in den Medien gewesen, es sind nicht nur Leute auf Hygienedemos gegangen, sondern man hatte plötzlich Leute in seinem Umfeld, die man für seriös und hochreflektiert gehalten hat, die das wiedergegeben haben, was auf diesen Hygienedemos kommuniziert wurde. Und wenn die Kluft erstmal groß genug ist, wenn man erstmal weit genug polarisiert hat, dann ist auch im Privaten das Gespräch nicht mehr möglich. Und das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen zu sagen, man muss im Privaten darüber reden, denn die Politik kann das Problem nicht lösen. Die Politik wird von Verschwörungstheoretikern als Quelle des Problems gesehen. Das heißt, und letztlich die Medien auch. Letztlich ist es die Verantwortung, jedes Einzelnen so zu kommunizieren mit Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, dass diese Verschwörungstheorien für die Leute unmöglich gemacht werden und in Frage gestellt werden. Es geht nur auf individueller Ebene, das geht nur mit Vertrauen. Und leider vertrauen Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, eben in diese beiden Hauptquellen der politischen Meinungsbildung sehr wenig. Das ist ja auch ein großes Problem, Medienvertrauen, weil, und ich glaube auch gerade während Corona, und da schließt sich eine Frage auch nochmal aus dem Publikum ganz gut an, es gibt zwar den Bedarf ganz unbedingt immer in unsicheren Nachrichtenlagen, dass man schnell eine Information bekommt. Gleichzeitig muss man eben oft Informationen auch dann wieder revidieren oder man muss dann eben sagen, dass sich die Lage wieder geändert hat, was unter Umständen bei manchen Leuten eben dann auslöst, dass sie den Nachrichten überdrüssig werden. Und jetzt fragt hier Elisa Hoth, wie kann man denn dieses Dilemma aufwiegen als Journalistinnen und Journalisten, oder ist das überhaupt möglich? Und ich würde an der Stelle auch gleich nochmal dazu einladen wollen, wo wir über Slido sprechen. Ich würde mich über noch mehr Fragen freuen, wenn noch welche reinkommen. Der Eventcode ist 74024. Es gibt ja diesen Spruch, zumindest unter JournalistInnen, get it first, but get it right. Und ich bin persönlich definitiv auf der Seite oder würde den zweiten Teil dieses Satzes unterstreichen, get it right. Und ja, Schnelligkeit ist sicher auch ein Kriterium. Ich glaube aber, es ist in unserem, ich spreche jetzt wieder von uns Medienmacherinnen und Medienmachern, in unserem eigenen Interesse, auch mal einen Schritt zurückzutreten und nicht nur auf Geschwindigkeit zu setzen, und zwar durchaus auch
langfristig gedacht ökonomisch. Gerade vor dem Hintergrund, es war vielleicht die letzten 10 Jahre durchaus rentabel, sich über reine Reichweite zu finanzieren und es war möglich, neben jedem Artikel 3 Online-Anzeigen zu klatschen und dadurch Geld zu verdienen. Aber nicht erst seit Corona sind so die Werberlöse im Netz dann doch massiv zurückgegangen und es hat sich gezeigt, reine Reichweite und nur massenhaft LeserInnen abgreifen ist eben kein Geschäftsmodell, sondern ich muss eher Menschen dafür bringen, für Inhalte, die ich produziere, Geld zu bezahlen. Und die allerwenigsten Menschen bezahlen für Inhalte Geld, die einfach nur reine Informationen sind und die nur schnell sind. Also das ist kein Grund, ein relativ teures Abo abzuschließen, sondern eben für qualitativ hochwertige, gut recherchierte, hintergründige Einordnungen, die Sie sonst eher nirgendwo finden und für Exklusivität. Sprich, ich glaube, es ist eben wirklich in unserem eigenen Interesse zu sagen, wir müssen nicht unbedingt die Ersten sein, wir müssen diejenigen sein, die es richtig machen und am besten auch noch irgendwie erklären, was da passiert. Und wenn man das jetzt mal aus der Rezipientinnenperspektive denkt, bedeutet dann Medienkompetenz auch, dass also man auch selber mal ausmacht und Pause macht? Ich weiß nicht, ob man unbedingt immer ausmachen muss, aber ist es denn wirklich notwendig, quasi wie Ticker-Nachrichten sekundenschnell immer auf dem allerletzten Stand zu sein oder auf dem allerneuesten Stand zu sein? Ich glaube, als Rezipientin oder Rezipientin ist es ganz besonders notwendig, die Hintergründe zu verstehen. Und deswegen würde ich eben auch genau, was Sie gesagt haben, den Medien eigentlich anraten wollen, sich stärker auf diese Einordnungsfunktion, auf diese Möglichkeit, dann halt auch verschiedene Meinungen präsentieren zu können und damit vielleicht eben auch eine Debatte auszulösen, sich darauf zu konzentrieren und weniger jetzt darauf, wirklich diesen Ticker, der in den Redaktionen da reinkommt, sekündlich quasi abbilden zu müssen, um damit den Rezipientinnen und Rezipienten das Gefühl zu geben, sie sind sofort immer mit dabei. Denn ich glaube, die wenigsten nehmen das tatsächlich als, für die wenigsten ist das tatsächlich erfüllend, immer hinter diesen Ticker-Nachrichten hinterher zu sein. Gleichzeitig erleben wir aber auch genau das gegenteilige Argument. Ich bekomme keinen objektiven Journalismus mehr, ich bekomme nur noch Haltung. Also sozusagen ist auch ein häufiger Vorwurf. Ich kann tatsächlich nicht beantworten, vielleicht kann das Herr Sassenberg, inwiefern das sozusagen auch ein Narrativ aus der Verschwörerecke ist, was da bedient wird, oder ist das tatsächlich ein gängiger Vorwurf? Simon Hurz möchte auch gerne. Ja. Herr Sassenberg? Ich glaube, ich habe Hurz überlassen. Also ich glaube nicht, dass Einordnung zwangsläufig Haltung heißt. Mhm. Also Haltung, so die Grenzen zur Meinung sind fließend. Ich sage ausdrücklich nicht, dass ich oder dass wir LeserInnen sagen sollten, was sie zu glauben haben. Aber ich würde halt gern, wenn irgendwas passiert, zumindest das in die bestehende Faktenlage so weit einordnen und Kontext bieten, dass Menschen in der Lage sind, sich ein eigenes Bild davon zu machen. Also ich muss nicht in der ersten Sekunde gleich sagen, und das bedeutet das, und das denke ich übrigens darüber, gar nicht. Aber halt weiterführende Informationen liefern. Das meinte ich mit der Einordnung. Und dazu vielleicht noch eine ergänzende Zahl. Jetzt ganz aktuell, vorgestern am Dienstag, ist der Reuters Digital News Report rausgekommen, 2020. Und der sagt, dass in Deutschland interessanterweise mehr als in allen anderen Ländern 80% der Menschen sich Nachrichten wünschen oder Nachrichten bevorzugen von Quellen, die Nachricht und Meinung klar trennen. Also sie wollen, wenn man so will, neutralere Nachrichten. Und das, glaube ich, ist ja irgendwie auch eine Ansage an uns, eben nicht alles zwangsläufig mit einer Meinung oder einer Haltung zu verbinden. Ich bin überhaupt nicht gegen Meinung oder Haltung per se im Journalismus. Ich glaube, man sollte es halt immer nur transparent machen, nicht versuchen, es irgendwie in eine reine Nachricht noch mit reinzuwursteln. Ich glaube, das macht es auch unter Umständen also den Menschen schwer, eben rauszufiltern, was ist die relevante Information für mich, auch vielleicht aus so einer Angst heraus eben tatsächlich, weil wir haben das gehört, und es ist so einfach doch auch irgendwie manipuliert zu werden, da eben auch einer Manipulation zu unterliegen. Wenn ich jetzt auch so daran denke, was also eigentlich, das war in dem Vortrag von Anna-Katharina Messmer auch drin, an Kompetenzen eigentlich da sein soll, damit man überhaupt erstmal die ganzen Genres schon alleine voneinander trennen kann. Finde ich, ist das eine ganze Menge. Und ich frage mich dann immer, ist das zu viel verlangt? Oder
Oder ist es wichtig, dass alle das wissen? Also ich bin da einfach nicht mich am Ende meiner Gedanken, weil ich immer glaube, man kann auch nicht von den Leuten verlangen, kommunikationswissenschaftliches Studium gemacht zu haben, um irgendwie die Nachrichten zu verstehen. Naja, aber in dem Vortrag kam ja durchaus auch vor, dass wir in gewisser Weise alle KommunikationswissenschaftlerInnen sein müssen. Also es ist, aber können wir das? Es ist, glaube ich, in unserer heutigen Zeit tatsächlich notwendig, dass für alle eine gewisse Grundkompetenz im Hinblick auf Medien und Mediensystemstrukturen da ist. Und das wird ja seit langem debattiert, dass eben Medienkompetenz beispielsweise auch als direktes Schulfach angeboten wird. Ich glaube, wir kommen nicht umhin, das als eine Grundkompetenz wahrzunehmen. Ich glaube, ein Punkt war auch Faktenchecker muss man sein. Würde ich jetzt vielleicht mal Simon Hurz fragen, was meinen Sie, muss auch eine Rezipientin, Faktencheckerin sein oder ist das dann doch eher Ihre Aufgabe? Ich würde noch ganz kurz eine Sache ergänzen und zwar, weil das jetzt so, das klingt so wahnsinnig überfordernd und tatsächlich ist es, glaube ich, eine große Herausforderung. Andererseits sehe ich aber auch einen großen Vorteil oder quasi, wenn man das mit den Fähigkeiten vergleicht, die man sich früher aneignen musste, dann gibt es meines Erachtens vor allem eine Verlagerung. Also früher war es deutlich schwerer, überhaupt an Informationen, an Wissen zu bekommen. Und es war schon mal eine Kompetenz an sich, bestimmte Dinge einfach zu wissen. Und also ich konnte irgendwie ein Lexikon lesen und wenn ich diese Fakten dann behalten habe oder halt ein Schulbuch lesen, dann war das irgendwie auch eine wertvolle Fähigkeit. Und so, ich glaube, mittlerweile geht es deutlich weniger darum, reines Wissen zu vermitteln, weil im Zweifel ist halt das Wissen immer nur einen Klick oder einen Tipp oder Wisch entfernt, sondern es geht darum, Menschen beizubringen, wie sie sich verlässliches Wissen aneignen können. Also es ist nicht alles, was man früher können musste, plus neue Fähigkeiten, sondern es ist eine Verlagerung der Fähigkeiten, an die wir uns halt, weil der mediale Wandel gerade so wahnsinnig schnell ist, gewöhnen müssen. Und das hat noch nicht geklappt, aber ich bin relativ zuversichtlich, dass es funktionieren kann. Und was die konkrete Frage zu den Faktencheckern angeht, in einer idealen Welt wäre, glaube ich, jeder Faktencheckerin oder Faktenchecker. Das ist aber, glaube ich, tatsächlich was man von den meisten Menschen in der Form nicht verlangen kann. Es ist ja selbst bei JournalistInnen eine bestimmte Untergruppe, die das macht. Und ich würde auch nicht sagen, jeder, der Journalismus studiert, ist automatisch ein besonders fähiger Faktenchecker. Insofern würde ich das dann erstmal schon den Medien nochmal überlassen, aber hoffen, dass eben gewisse Grundskills sich auch auf, in Anführungszeichen, normale Menschen übertragen. Von Herrn Sassenberg würde mich noch interessieren, gerade wenn wir auch über den Einfluss von Medien sprechen, wie viel Einfluss können denn Medien überhaupt nehmen mit dem, was sie schreiben oder was sie publizieren generell? Weil natürlich ist es wichtig, dass wir gute Informationen haben, aber wie viel davon, sage ich mal, dringt auch wirklich zu uns durch? Wie viel Einfluss können Medien nehmen? Ja, das kommt natürlich auf den Bereich an. Ne? Also in dem Bereich Corona war es nun mal so, dass wir alle unsere Informationen aus den Medien hatten. Insofern vorsichtig ausgedrückt, wenn nicht jemand in der Familie krank war, dann hat die Medien da absolute Macht über die Grundmeinung in gewisser Weise. Es gibt viele andere Kontexte, wo natürlich Dinge transportiert werden, wo Medien Dinge versuchen können, aber wo lang bestehende Vorurteile da sind oder wo so wie wir es eben hatten, jemand an Verschwörungstheorien glaubt, diese Menschen werden wahrscheinlich wesentlich schwieriger durch Medien zu erreichen sein. Medien sind Teil unserer Realität oder bilden den Teil unserer Realität ab und sind Teil der Realität der Menschen. Und das bedeutet natürlich, dass wenn wir an die aktuelle Black Lives Matter-Diskussion denken, dass wenn wir natürlich Nachrichtensprecher haben, die nur weiße Männer und Frauen sind, dass dann keine diverse Gesellschaft repräsentiert wird auf dem Bildschirm. Und wenn das in Filmen genauso ist, setze ich das da fort. Also ich glaube, der Einfluss ist da an ganz vielen Stellen. Und das fängt wirklich mit der Repräsentation an, wenn es um Diversitätsfragen geht. Es ist eben nur schwer, Einfluss auszuüben an Stellen, wo eine lange Lerngeschichte dahinter steht und wo Menschen ihr Leben lang bestimmte Dinge erfahren haben. Vielleicht noch ein Satz zu der vorangehenden Diskussion um Faktenchecking und der Rolle. Natürlich müssen wir Menschen von Kindesbeinen an Medienkompetenzen vermitteln. Und das ist eine ganz zentrale Geschichte. Nur wir können gleichzeitig nicht sagen, wir haben euch das vermittelt und deshalb müsst ihr es jetzt immer machen.
Ich glaube, das muss man auseinanderhalten. Natürlich gibt es gesellschaftliche Verpflichtungen, auf diese neue mediale Situation vorzubereiten. So wie man früher Suchkompetenzen vermittelt hat, muss man heute Rezeptionskompetenzen vermitteln und vielleicht auch Kommunikationskompetenzen in dem Kontext. Aber es wäre eine Überforderung des Individuums, an jeder Stelle zu jedem Zeitpunkt zu erwarten, dass das eingelöst wird. Und ich glaube, das ist letztlich die Lösung der Dinge. Die Kompetenzen müssen zur Verfügung gestellt werden. Aber man kann nicht davon ausgehen, dass sie immer ausgeübt werden. Das setzt so viel Motivation und Zeit und Ruhe voraus, die die meisten Menschen nicht immer beim Medienkonsum haben. Ich würde gerne, wir kommen nämlich schon auf die Zielgerade unserer Diskussion, gerne eine Frage an Sie alle noch stellen wollen. Und vielleicht eine mehr noch an Carola Richter. Zum einen, welche Verantwortung Medien haben und welche die Rezipientin, in welcher Lagerung Sie das sozusagen sehen. Und an alle anderen anschließend dann noch die Frage, was jetzt Medien und Pädagoginnen und Pädagogen daraus ziehen können für ihre Arbeit, welche Kompetenzen wichtig sind. Wollen Sie von mir so Prozentzahlen hören, 50-50 oder sowas? Das überlasse ich ganz Ihnen. Also ich sehe durchaus die Rolle von der persönlichen Medienkompetenz stärker werdend. Das ist sozusagen die journalistisch betriebenen Medien haben definitiv eine große Verantwortung, aber wir haben es auch in dem ersten Vortrag gehört, wir alle nehmen als sozusagen als die gleichzeitigen Konsumenten und auch Produzentinnen nehmen wir eine Rolle ein, die dazu führt, dass wir auch uns darüber Gedanken machen müssen, was wir teilen, wo wir etwas rezipieren und dass wir eben auch gegebenenfalls einmal nachrecherchieren müssen, selbst wenn das vielleicht nicht in jedem Fall möglich ist. Aber vielleicht doch so 50-50, würde ich sagen. Also die Medienkompetenz des Einzelnen und der einzelnen Person ist enorm wichtig geworden. Welche Kompetenzen brauchen wir denn unbedingt? Wir jetzt im Sinne, also schon in Bezug auf die Abschlussfrage, was Medienpädagoginnen? Mhm. Ja, ich glaube, dass der Titel dieser Veranstaltung dazu tatsächlich ganz gut passt und da würde ich die Rolle der Neugier unterstreichen. Ich glaube, dass Menschen, die in Schulen oder auch noch jüngere oder an Universitäten unterrichten, oft zu wenig darüber wissen, in welchen digitalen Welten, auf welchen Plattformen sich jüngere Menschen bewegen. Ich glaube, dass viele LehrerInnen, die 14-Jährige unterrichten, selbst eben keinen Snapchat-Account angelegt haben und nicht wissen, was TikTok ist. Und klar, das ist jetzt irgendwie sehr viel verlangt, von 60-jährigen LehrerInnen irgendwie sich zu wünschen, dass sie sich darauf einlassen. Aber wenn wir, glaube ich, irgendwie Medienkompetenz vermitteln wollen, dann klappt es halt nur, wenn man so ein bisschen auch weiß, worüber man spricht. Also, und selbst mir, so ich bin jetzt 30, mir fällt das manchmal schon schwer, und TikTok, ich verstehe das einfach nicht, und vor 3 Jahren habe ich schon über Snapchat geflucht, und in 5 Jahren wird es, glaube ich, eine neue Plattform geben, wo ich dann überhaupt nicht mehr durchblicke, aber trotzdem würde ich das schon von den meisten Menschen, die gerade mit jüngeren Leuten zu tun haben und denen was beibringen sollen, erwarten, dass sie sich darauf einlassen, damit auseinandersetzen und nicht halt als Blinde über Farbe reden. Herr Sassenberg, welche Kompetenzen sind wichtig? Dem kann ich nur zustimmen und hinzufügen kann ich vielleicht, dass zentral ist die Frage der Privatheit, also was tun wir tatsächlich? Frau Messmeister ist sehr deutlich darauf eingegangen, was passiert, wenn ich Facebook nutze, was passiert, wenn ich Snapchat nutze, was passiert mit meinen Daten, warum sind diese Plattformen kostenlos, also wirklich die Funktion der Plattform grundsätzlich zu vermitteln, ist mit Sicherheit ein wesentlicher Teil und ein anderer wesentlicher Teil ist, die Kompetenz zu vermitteln, zu erkennen, was die mögliche Intention einer Quelle ist. Also die Patientenvereinigung, hinter der das Pharmaunternehmen steckt, da ist relativ klar, dass man erstmal verstehen lernen muss, was das eigentlich ist und wer damit welches Ziel kommuniziert. Und ich glaube, das sind 2 wesentliche Dinge, die heute auch schon häufig vermittelt werden, die aber immer wichtiger werden, je mehr Medien eben partikularer werden und es nicht mehr kurierte große Gesamtmedien sind. Also ich nehme mit, wir brauchen auf jeden Fall die Neugier, wir brauchen auf jeden Fall die Zweifel und diese Neugier brauchen aber auch die Medienpädagoginnen und Pädagogen selbst, um also am Ball zu bleiben, was neue Plattformen anbetrifft.
Wir brauchen auch mehr als nur rein technische Kompetenzen und wir sollten alle gut verstehen, was die Intention einer Quelle ist. Das ist vielleicht so der kleine zusammengefasste Fahrplan für die Informationskompetenz im Digitalen. Vielen Dank an Carola Richter, vielen Dank an Simon Hurz und natürlich auch uns zugestaltet an Kai Sassenberg. Diese gesamte Diskussion, die können Sie auch nochmal nachschauen auf dem YouTube-Kanal von AlexTV und auch von der FSF. Also wenn Sie vielleicht später dazu gekommen sind oder das noch weiterempfehlen möchten, dann freuen wir uns sehr, wenn Sie das machen. Hier geht es gleich weiter, ab 18 Uhr oder in 5 Minuten, wir sind glaube ich schon um 18 Uhr, um 18.05 Uhr mit der Medius-Preisverleihung und damit bedanke ich mich nochmal ganz recht herzlich bei meinen Gästen. Schön, dass Sie heute bei mir gewesen sind.